Geister in Princeton von Daniel Kielmann. Eine Aufbahrungshalle in Princeton, New Jersey. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich auch nicht. Ich weiß sehr wenig. Ich habe ihn zum ersten Mal im Supermarkt gesehen. Ich bin so erschrocken. Er hat nur am Telefon mit mir gesprochen. 2 Jahre, seit ich Direktor des Instituts bin. Einmal habe ich ihn zu Hause besucht, ganz am Ende. Das hat ihm nicht gefallen. In seinem Einkaufskorb Tiefkühlerbsen, auch Maiskonserven, 10 oder 12 davon. Als ich ihn gegrüßt habe, hat er den Korb hingestellt und ist weggelaufen. Er hatte immer Angst, dass ich ihn kündigen würde. Ist er noch einkaufen gegangen? In den letzten Jahren wollte er überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Er ist wirklich gelaufen, ganz schnell, mit großen Schritten. Er trug 2 Regenmäntel, einen über dem anderen und eine Wollmütze. Und warum hätte ich ihn kündigen sollen? Er war unser berühmtester Mitarbeiter, als hätten wir Aristoteles eingestellt. Mitten im Hochsommer, es war glühend heiß. Und dann sprach er immer von unsichtbaren Spezialagenten, die sich in der Zeit so frei bewegen könnten wie wir im Raum. Dann habe ich ihm geschrieben und ihn um ein Treffen gebeten. Er hat mich zu Dave's Diner bestellt, am Stadtrand. Furchtbar schweres Essen. Ich war gerade erst aus China gekommen und nicht an die amerikanische Ernährung gewöhnt. 3 Stunden habe ich gewartet. Dann bin ich gegangen. Er glaubte wirklich, beim FBI arbeiten Engel. Todesengel. Inkompetent, aber gefährlich. Davon war er überzeugt. Der größte Logiker aller Zeiten glaubt an Engel und Gespenster. Wie soll unsere Zunft damit fertig werden? Bin ich zu spät? Die Trauerfeier für Herrn Professor Dr. Gödel ist hier. Ich bin Harry Wolf, Direktor des IAS, Institute for Advanced Study. Erfreut Botschaftsrat Spinetzki, österreichisches Generalkonsulat New York. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ja, kommen Sie nur, kein Problem. Aber darf man denn überhaupt einen Kranz niederlegen bei einer jüdischen Trauerfeier? Wieso jüdisch? Er war doch Jude. Nein. Also, nach unseren Informationen... Er war kein Jude? Ich denke nicht, dass dieses Wort irgendeinen Sinn hat. Nein, war er nicht. Also, kann ich jetzt den Kranz niederlegen? Ja, bitte. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist, als wäre er noch hier. So wenig Leute hier. Wir kannten ja keinen. Kurz, sie wollte niemanden treffen. Ich war nicht der Einzige, den er zu Dave Steiner geschickt hat. Jedem, der ihn sehen wollte, ging es so. Das Lokal in der größtmöglichen Entfernung zu meinem Haus, im ganzen Umkreis von Princeton. Warum hat er nicht einfach abgesagt? Leute, denen man absagt, stehen irgendwann trotzdem vor der Tür. Unglaubliche Hartnäckigkeit. Aber wenn man eine Zeit und einen Ort ausmacht und dann nicht hingeht, hat man wenigstens einen Moment, in dem man ganz sicher sein kann, dass man sie nicht sehen muss. Ich habe nie verstanden, warum er mich danach trotzdem empfangen hat. Warum ich sein Assistent werden konnte. Weil sie Chinesen sind. Er mochte Chinesen? Durchaus nicht. Die Geister haben ihm gesagt, dass ihnen von Asiaten kein Unglück droht. Er hat den Geistern immer geglaubt? Sie haben ihm gesagt, dass man ihn vergiften wird. Deshalb musste ich immer vorkosten. Und nie war ich mir sicher, ob du nicht mit ihnen im Bund warst. So eine Unsicherheit ist wirklich auf die Dauer sehr schwer zu ertragen. Kann ich der Frau trauen? Kann ich essen? Ja, sie liebt mich, aber sie könnte auch gegen eine Doppelgängerin eingetauscht worden sein. Ja, sie war immer gut zu mir, aber dass sie das morgen auch noch sein wird, ist nur ein Schluss aus Deduktion. Man weiß es nicht. Man sieht doch nicht hinein in die Menschen. Sie könnte sich all die Jahre ja auch verstellt haben. Dem Wahnsinnigen hilft keine Logik. Und wäre er der schärfste Denker. Sie haben mich dann eben doch nicht vergiftet, sondern mein Wissen, dass sie mich eines Tages vergiften würden, ausgenützt, um mich ohne Gift zu erwischen. Hat er wirklich einen Gottesbeweis geschrieben? Der Beweis ist stringent. Ich habe ihn abgetippt. Ich kann nicht mehr schlafen seither. Hätte ich die Vergiftung nicht mit Gewissheit kommen sehen, so hätte ich nicht aus Furcht zu essen aufgehört und sie hätten mich tatsächlich vergiften können, wie ich es ja auch vorhersah. Da ich aber wusste, ich würde vergiftet werden, wurde ich nicht vergiftet, sondern vom Hunger getötet.
Dass Gott sich beweisen lässt, sagte er zu mir, heißt nicht, dass Gott gut ist. Andererseits, und da liegt der Hund begraben, war ich eben nicht wirklich sicher. Wäre ich es gewesen, ich hätte ja essen können. Denn dann hätte ich ja gewusst, dass keine Vorsicht mich vor dem Gift hätte bewahren können. Sie konnten meine Gewissheit also nur ausnutzen, weil ich eben doch nicht gewiss war. Frau Professor Köhler, mit Ihrem Einverständnis würde die Republik Österreich Ihrem Gemahl bitte posthum den großen Staatspreis zweiter Klasse verleihen. Und mit Recht war ich es nicht. Mit Recht war ich nicht gewiss. Schließlich bin ich ja auch nicht an Gift gestorben. Also wie man es dreht und wendet, ist es jedenfalls alles korrekt. Zweiter Klasse. Axel, bitte um sowas annehmen. Man darf die Obrigkeit nicht wütend machen. Als einen verdienten österreichischen Bürger, der in der dunklen Jahren der deutschen Besatzung seiner jüdischen Abstammung... Haben Sie nicht gehört? Er ist kein Jude. Wenn einem keiner glaubt, dass man kein Jude ist, dann ist man wohl Jude. Ins Exil gezwungen, bedeutende Leistungen international geehrt, wieder ins Bewusstsein zu rücken, als einen Zeugen der großen Zeit österreichischen Denkens und österreichischer Philosophie, von denen wir hoffen, dass sie eines Tages wieder ihre geziemende Heimstatt in der Bundeshauptstadt Wien nehmen wird, darf ich Ihnen, Frau Professor Gödel, in Vertretung Ihres verblichenen Gemahls hiermit den Staatspreis zweiter Klasse gemeinsam mit den Grüßen unseres Staatsoberhaupts, Herrn Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger, überreichen. Aber wie können Sie jetzt erst kommen nach all den Jahren? Und dann noch zweiter Klasse. Arzt, Liebste, keine Angst, mich beleidigt nichts mehr. Kannst du dir vorstellen, wie gut es tut, nicht mehr zu existieren? Wie geborgen man ist? Nur dich vermisse ich noch. Aber immer weniger. Man gewöhnt sich schnell ans Nichtsein und außerdem verschwindet nichts. Eine Rakete, wäre sie schnell genug, könnte dich zurückbringen zu einem Zeitpunkt, an dem ich noch lebe. Das habe ich bewiesen. Er hat immer gesagt, eine Rakete könnte uns zurückbringen in vergangene Zeiten. Wir haben uns im Park getroffen. Ich war so jung, ich wusste noch nichts. Wir haben uns im Park getroffen. Empfehle mich, muss zurück nach New York. Wir haben einen Empfang zu Ehren von Herrn Professor Karl. Nachmittag war es. Gehen Sie hier oft spazieren? Habe ich gefragt. Sie gehen hier nie spazieren, hast du gesagt. Sie wären mir aufgefallen. Meine Wohnung in der Florianigasse. So viele Teppiche, du warst noch... Ich war noch verheiratet. Meist war er verreist. Warum wurde dann alles anders, Kurzi? Warum könnte es nicht so bleiben? Ich bin in etwas hineingeraten. Das Ding verwirrt hat es. Was heißt schon verwirrt? Man darf beim Fragen nicht zurückschrecken. Auch nicht vor dem Wahnsinn. Man sieht einen Spiegel, der sich in einem Spiegel spiegelt. Man möchte sich abwenden, aber man tut es nicht. Und plötzlich fängt man an zu verstehen. Bist du noch hier, Kurzi? Nein, Arzel, das bin ich nicht. Du kannst mich hören. Nein, Arzel. Du hörst mich, ich weiß es. Arzel, ich bin tot. Professor Kurt Gödel. Sind Sie von der Regierung? So könnte man es ausdrücken. Aber Sie sind doch ich. Und das überrascht. Ist das ein Verhör? Nein, ganz im Gegenteil. Ich werde dir Dinge sagen, die du natürlich schon weißt. Die Welt ist vernünftig, aber sie enthält Fehler. Sie hat schadhafte Stellen, Risse. Ist die Vernunft konsistent? Wir können es nicht wissen. Vielleicht ist Vernunft ein Albtraum. Vielleicht sind wir verrückt, wenn wir meinen, am klarsten zu sein. Du hast das gezeigt. Natürlich wurdest du daraufhin verfolgt. Denkst du, wir lassen uns alles gefallen? Das habe ich nie gedacht. Was passiert jetzt mit mir? Nichts. Das hier ist schon die Strafe. Die Rückschau auf ein Leben, das immer dieses Leben bleiben wird. Nie ein anderes, immer nur das eine. Und alles, was du versäumt hast, bleibt versäumt in Ewigkeit und wird wieder versäumt
Und was du getan hast, tust du von Neuem. Jedem seine eigene Hölle. Das hier ist deine. Ein Park in Wien. Sie gehen hier oft spazieren. Ja. Sie gehen hier nicht spazieren. Woher wissen Sie das? Sie wären mir aufgefallen. Ich bin Adele Potter. Ja. Kurt Gödel, mein Name. Kurti Gödel bin ich genannt. Österreich ist mein Heimatland. In Brünn bin ich geboren, dem Himmel auserkoren. Das hat meine Mutti mir beigebracht, als ich klein war. Sie sind Student. Ich bin Doktor. Mein Spezialgebiet ist egal. Also mein Spezialgebiet ist egal. Ich habe Sie tanzen gesehen. Ach so. Ja, nein. Ich habe nicht deshalb. Also wenn ich nicht wüsste, dass Sie Tänzerin sind, hätte ich Sie genauso angesprochen. Du hättest mich genauso angesprochen. Ja, ich meine, ich hätte. Ist das falsch? Gefalle ich dir? Sehr. Gefalle ich Ihnen? Oh, mir gefallen viele, aber ich bin verheiratet. Ah, warum? Was ist das für eine Frage? Wollen Sie mit zu mir kommen? Also, du verlierst ja keine Zeit. Ja, ich wollte Sie Mutti vorstellen. Deine Mutter. Ja, Sie wollen sie doch sicher kennenlernen. Wollen Sie nicht wissen, woher ich komme? Jemand mit dich habe ich noch nie. Weißt du eigentlich, wie viel älter ich bin als du? Wie alt sind Sie denn? Du sprichst nicht oft mit Frauen, oder? Ja, sie gefallen mir sehr. Sie sind nicht schön im gängigen Sinne, aber sie sind so lebendig, sie sind klug. Ich glaube, man kann sich auf sie verlassen. Du kannst einer Frau doch nicht sagen, dass sie nicht schön ist. Meiner Mutter wird es nicht mögen, dass sie Tänzerin sind und schon verheiratet, aber sie haben wunderbare Beine. Ich würde sie gern küssen. Am helllichten Tag. Ja. Ich kenne sie ja gar nicht. Und jetzt kennen sie mich doch schon. Warum? Das Elternhaus von Kurt Gödel in Wien. Mutti, warum? Du sollst nicht immer warum fragen. Aber... Nein, aber... Sag es auf, ich möchte es hören. Kurti Gödel bin ich genannt, Österreich mein Heimatland, in Wien bin ich geboren, dem Himmel auserkoren. Wer steht über dir? Die Mutti, du. Und über mir? Der Herr Papa. Und über ihm? Der Bürgermeister von Wien. Und über den Bürgermeister? Seine Majestät, der Kaiser. Und über dem Kaiser? Gott, der Herr. Sehr gut, Kurzi. Und wenn wir verlieren, was wird dann aus dem Kaiser? Wenn wir was verlieren? Den Krieg. Aber um Gottes Willen, Kurzi, das geht doch gar nicht. Wir verlieren doch nicht den Krieg. Warum nicht? Schon wieder warum? Nein, wir verlieren nicht, punktum. Du kannst deiner Majestät vertrauen. Die Dinge sind vernünftig, ordentlich und gut. Droben im Himmel und hier unten bei uns in Österreich. Für immer? Immer. Aber das ist so lange, immer. Die Zeit. Gibt es in anderen Ländern hier, gibt es den Kaiser. Mach deine Aufnahme. Ich bin schon fertig. Moment. Hier, da, guck mal. Da, das sind viele in der zweiten Reihe. Und dann hier eine inkorrekte Ableitung. Und da hast du dich verrechnet. Ich bin nicht gut in Mathematik. Das wird sich ändern. Warum? Weil du anfangen wirst, dich dafür zu interessieren. Du wirst bemerken, dass du Rätsel lösen kannst, wenn du dich auf sie konzentrierst. Warum? Ja, einfach so, weil du es kannst. Ich dachte, alles hat seinen Grund. Ja, schon, natürlich alles. Also warum? Ist ja nicht auszuhalten. Ich habe immer solche Angst. In der Nacht, ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Sobald ich meine Augen schließe, macht etwas die Seinen auf. Ganz nahe bei mir. Das Gefühl trügt dich nicht. Mutti sagt, der liebe Gott beschützt mich. Sie irrt sich. Wird das besser? Nee. Eine Warnung. Wenn du umkehrst, solange es noch geht. Du bist doch ein kluger Junge. Du könntest Geschäftsmann werden, wie dein Vater oder Ingenieur. Oder Herrgott, jetzt unterbrich dich ständig!
Also das alles könntest du, aber natürlich wirst du tun, was du tun wirst, weil du es schon getan hast, unzählige Male. Ja, also das verstehst du jetzt noch nicht, aber du wirst es verstehen. Viel zu bald. Was soll denn das, Kurzi? Warum machst du deine Aufgabe nicht? Ich bin schon fertig. Mit wem hast du gesprochen? Mit niemandem. Ich habe dich reden gehört. Mit mir selbst, Mutti. Nur mit mir selbst. Ich habe Männer gekannt. Das gebe ich zu. Nicht wenige. Ich bin Tänzerin. Warum soll ich mich schämen dafür? Der dann, der meine wurde, ist nicht schlechter als andere. Besser auch nicht. Warum sollte er besser sein? Er ist oft verreist. Wenn er da ist, ist er nicht unfreundlich zu mir. Es stört ihn nicht, dass ich tanze. Auch, dass ich mich dabei ausziehe, ist ihm egal. So wie es mir egal ist, was er auf den Reisen treibt. Ich habe es nicht leicht gehabt im Leben. Aber ich klage nicht. Wer hat es schon leicht? Manchmal bin ich traurig, dass ich kein Kind habe. Manchmal bin ich allein. Aber das ist doch noch lange kein Grund, alles zu gefährden. Was wegen eines Jungen, der nicht weiß, wie man mit Frauen spricht, der nicht weiß, was man mit Frauen tut. Soll ich für ihn meinen Mann verlassen, der mich ernährt und mir eine Wohnung gibt? Du weißt, dass wir heiraten werden. Kurt, bitte vergiss das. Das ist unmöglich. Nein, Kurt, bitte willst du gehen. Nein, du weißt, dass wir heiraten werden, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Ich weiß gar nicht. Du lügst. Ach, vielleicht spüre ich etwas, aber man spürt immer irgendwas. Du weißt, dass wir heiraten werden, weil wir schon verheiratet waren. In einem anderen Leben? In diesem Leben, es gibt kein anderes. Wann waren wir? In der Zukunft. Bist du wahnsinnig? Vielleicht, aber nicht jetzt. Zeit ist wie ein Zugfahrplan. Die Ereignisse sind die Stationen, an denen er hält. Aber egal, wo du bist, die anderen Stationen gibt es noch. Sie verschwinden nicht. Und der Zug fährt im Kreis. Jeder Moment ist für immer. Dieser bestimmt. Wovon willst du leben? Ich weiß nicht. Muss man? Was? Leben. Willst du unterrichten? Ah, unmöglich. Kannst du dir vorstellen, wie dumm Studenten sind? Außerdem lebe ich nicht lang. Sie werden mich umbringen. Wer? Unsterbliche Wesen, schon gestorbene Wesen, ein paar Lebendige sind auch dabei. Du bist doch Wissenschaftler, wie kannst du sowas sagen? Musst du mir nicht erklären, dass das alles Aberglaube ist und dass ich mich nicht fürchten soll? Aber du sollst dich fürchten. Sich zu fürchten ist selten falsch. Störe ich? Wie kommen Sie denn hierher? Die Tür war offen. Ich bin Neumann Janosch aus Budapest. Genannt John. John von Neumann. Ja, ich weiß. Selbstverständlich. Der größte Logiker unserer Zeit. So sagt man. So dachte ich auch bisher. Privatdozent Gödel? Ja, das bin ich. Am 6. September 1930 auf der Tagung für Erkenntnislehre in Königsberg haben Sie die Stellungnahme abgegeben, dass es Sätze gäbe, die zwar richtig, aber im formalen System der Mathematik unentscheidbar seien. Dass es also Dinge gibt, die wahr sind, aber nicht beweisbar. Und dass sich dies beweisen lässt. Es gab keine Gegenfrage. Niemand verstand sie. Ja, leider nein. Bis auf mich natürlich. Das freut mich wirklich. Ich habe Ihren Aufsatz gelesen. Es ist eine zweischneidige Freude, der beste Logiker zu sein, nur um als Erster zu erkennen, dass man der Zweitbeste ist. Verlassen Sie Wien unverzüglich. Aber ich reise nicht gern. Hitler wird an die Macht kommen. Dann werden die Repressionen gegen uns Juden unerträglich. Ich bin kein Jude. Das hilft Ihnen auch nicht. Ich kann ein Visum für die USA beschaffen. Ich bin Berater der Regierung. Der Regierung? Sie haben die wichtigste Entdeckung der Geschichte der Logik gemacht. Als ich es begriffen habe, musste ich mich erst mal betrinken. Zum einen, weil nicht ich die Entdeckung gemacht habe. Zum anderen, weil die Mathematik nie mehr sein wird, was sie war. Dann musste ich eine Frau suchen, irgendeine, die bereit war, mich zu trösten. So mache ich es immer. Ich bin sehr melancholisch. Das kommt von der Intelligenz. Für welche Regierung arbeiten Sie? Für die wichtigste, die den Krieg gewinnen wird. Gödel, ich bin kein netter Mensch, aber
Ich bin auf Ihrer Seite. Ich hole Sie aus diesem verrotteten Land. Ja, danke, ich denke darüber nach. Vielen Dank. Aber nicht zu lange. Ja. Verabschiede mich, Herr Privatdozent. Gnädige Frau. Muss morgen schon in Paris sein. Große Versammlung der Quantenphysiker. Haben Sie sich damit beschäftigt? Nein. Die Natur der Materie. Je genauer wir hinsehen, desto rätselhafter wird sie. Wir sind auf einer tollen Geisterbahnfahrt. Alle zusammen. Und wer kann ahnen, wo sie noch hinführen wird? Passen Sie auf sich auf. Wo bin ich? Im Volksgarten. In Wien? Hier gehe ich oft mit Mutti spazieren. Ach, jetzt, ach, ja, natürlich, ja, hier. Hier wirst du Adele kennenlernen. Du träumst? Ich weiß nicht. Deswegen habe ich Angst vor dem Einschlafen. Wie weiß man denn, ob man träumt? Das kann man nicht wissen. Klugsein hilft nicht, oder? Nein, im Gegenteil. Die Lehrerin in der Schule hat von diesem Einstein erzählt. Er scheint keine Angst zu haben. Ich glaube, er versteckt sie nur besser. Du wirst ihn kennenlernen. Ob er auch Stimmen hört? Hörst du denn Stimmen? Immer kurz vor dem Einschlafen. Als würde sich eine Tür öffnen, hinter der Leute auf mich warten. Wird das schlimmer? Wer dich verrückt? Nein, nein, nein. Genauso wenig wie ich. So, das reicht jetzt. Schlaf jetzt. Ich meine, wach auf. Vergiss diesen Traum. Treffen des Wiener Kreises in der Universität Wien. Danke, dass Sie kommen konnten. Setzen Sie sich. Ich habe Sie gebeten, schon vor unserer Sitzung zu kommen, weil ich mit Ihnen allein sprechen wollte. Guten Tag, Herr Professor. Gödel? Ja? So wird das nichts. Was bitte? Sie sagen mir etwas. Sie sprechen nicht. Was soll das? Kollege Hahn behauptet, Sie seien der begabteste Student, den er je hatte, will ich gerne glauben, kann schon sein. Wir haben Sie zu unserer Sitzung des Wiener Kreises eingeladen. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, an unserer Diskussion über Wittgensteins Traktatus teilzunehmen, aber Sie sagen nichts. Ich denke, Herr Professor... Ja? Was denken Sie? Ich denke, Herr Professor, es wird so viel, ohnehin viel zu viel... Ja? Ich denke, wenn man etwas zu sagen hat, sollte man einen Beweis haben. Es ist zu viel Meinung in der Welt. Ach ja, zu viel Meinung. Ja. So wollen Sie einen Posten bekommen? Nein, ich will gar nicht. Es war höllisch schwer für Hahn, Sie als Privatdozent durchzubringen. Neurath und ich haben auf der Fakultätsversammlung für Sie gestimmt, aber nur Hahn zugebe. Gute Argumente hatten wir auch nicht. Von mir aus können Sie der beste Mathematiker seit Gauss sein, so wird das nichts. Ja. Bitte? Sie haben nichts zu sagen? Im Moment nicht, Herr Professor. Ach, Nelböck, nur herein, setzen Sie sich. Sie können bleiben, Gödel. Vielleicht können Sie Ihrem Kollegen ja helfen. Herr Nelböck hier fühlt sich nämlich von mir verfolgt. Heute ist offenbar meine Sprechstunde für die Schweigsamen. Sie haben sich doch beschwert, Nelböck. Sie haben behauptet, dass ich dafür gesorgt hätte, dass Sie keine Anstellung an einer Universität bekommen, ja oder nein? Herr Professor, das haben Sie getan. Mich meuchlings verfolgt. Warum hätte ich das tun sollen? Sie mögen mich nicht. Mochten mich nie.
Juden sind tückisch. Nicht, dass es etwas zur Sache tut, aber ich bin kein Jude. Das ist ja eben das Tückische, dass so viele Juden gar keine sind. Aber mich täuschen Sie nicht. Man hat es mir mitgeteilt. Wer hat Ihnen etwas mitgeteilt? Ich höre Sie. Abends. Immer. Wen hören Sie? Es ist, als ob sich eine Türe öffnet. Und dann kommen die Stimmen. Er will dich töten, Rudi, sagen sie. Er will, dass du arbeitslos bist. Er will auch deine Freundin. Haben Sie eine Freundin? Nein, das ist Ihre Schuld. Sie wollen mich einlullen. Das verstehe ich. Aber das gelingt nicht. Ich höre nicht nur Stimmen. Ich sehe auch. Im Zwielicht. Oder im Spiegel. Dann sehe ich Ihre Gesichter. Fragen Sie ihn. Wieso mich? Kommt noch. Kommt noch. Dann hörst du sie auch. Ich bin nicht mit Ihnen fertig, Schlick. Ich glaube, er hat Sie bedroht. Seien Sie nicht albern. Was soll er mir schon tun? Das ist die Universität Wien, nicht der Wilde Westen. Er war kein schlechter Mathematiker früher. Ich frage mich, was das ist mit der Logik. Es geht ihr um die Vernunft selbst, aber wer sie ausübt, den macht sie verwirrt. Nie im Leben, Konrad. Sie sind zu dumm. Wir sind einfach zu dumm. Die kommen nicht an die Macht. Und wenn sie an die Macht kommen, halten sie sich nicht. Ja, eben. Und wenn sie sich halten, dann werden sie sich disziplinieren. Ja? Dann sind sie eine ganz normale Partei. Realpolitik zählt jeden. Hitler ist ein Schauspieler. Ja. Und Schauspieler sind nie gefährlich. Meine Herren, wir kommen heute in unserer Lektüre von Herrn Wittgensteins Traktatus zu Satz 6.54. Herr Weismann, bitte. Ich muss auf Herrn Wittgensteins ausdrücklichen Wunsch voranschicken, dass alles, was Sie von mir hören werden, meine Worte sind und nicht die Worte Herrn Wittgensteins und dass Herr Wittgenstein jede Verantwortung für mögliche Fehler in meinen Formulierungen ablegt. Als ich vorige Woche also Herrn Wittgenstein in Puchberg aufsuchte, diesmal nicht in Begleitung von Herrn Professor Schlick. Bedauerlicherweise wünscht Herr Wittgenstein mich nicht mehr zu sehen. Auch ich musste 3 Tage warten, bevor er bereit war, mich zu empfangen. Ich hatte ihn beim letzten Besuch durch eine vorschnelle Gegenfrage verärgert. Als ich also Herrn Wittgenstein auf Satz 6.54 ansprach, betonte Herr Wittgenstein zunächst noch einmal, dass es nur 2 Kategorien von Sätzen gäbe, solche der Wissenschaft und sinnlose. Die Frage nach der Moral zum Beispiel... Herr Kollege Neurath, können Sie bitte anfragen. Moral ist Metaphysik. Herr Wittgenstein sagte gerade, dass Moral sich nicht sprachlich, sondern nur im praktischen... Lieber Herr Kollege Neurath, lassen Sie ihn bitte ausreden. Ja, ich kann nicht stumm dastehen, wenn ich solchen Wortklunder höre, Moral. Sagen Sie auch etwas. Herrschaften, was wir hier treiben, das ist doch nicht Spiel. Das ist doch nicht Spaß. Der Wiener Kreis ist kein Kegelverein. Wir beseitigen Vorurteile, wo sie am schwersten zu finden sind. Nichts ist gewiss, nichts ist sicher, man weiß gar nichts. Und es gibt keine Gespenster. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Seele. Man kann trotzdem fröhlich sein. Nicht mehr lange, dann wird es denkende Maschinen geben. Dann werden alle abstrakten Fragen von einem Rechner beantwortet. Und wir können uns wieder den praktischen Dingen widmen. Richtig. Die letzten Könige verjagen, den Mindestlohn durchsetzen, eine lebenswerte Welt bauen. Und die Nazis auslachen, bis sie sich nicht mehr aus ihren Löchern waren. Sehen Sie das auch so, Gödel? Gödel. Nie wird eine Maschine für uns denken. Junger Mann, Sie erstaunen mich. Meinungen, einer sagt dies, ein anderer das. Aber Sie haben einen Beweis. Ich habe ihn veröffentlicht und keiner hat es interessiert. Der Junge gefällt mir. Mein bester Student. Ich wusste aber nicht, dass er so aufmüpfig ist. Meine Herren, weiter in der Diskussion. Wenn Herr Wittgenstein im Satz 6.54 meint, Herr Weismann, hat er wirklich nicht gesagt, warum er mich nicht sehen möchte, kein Wort? Bedauere, aber Sie wissen ja, es reicht ganz wenig, um ihn wütend zu machen. Ein falsches Wort, eine Geste.
Den Verkehr mit Kollegen Hahn hat er abgebrochen, als er in dessen Bibliothek ein esoterisches Buch gesehen hat. Madame Blavatsky, ein Klassiker. Aber es ist doch sonnenklar, dass man so etwas nicht herumstehen lässt, wenn man Ludwig Wittgenstein zu Besuch hat. Bei mir allerdings fände sich nichts, was seinen Anstoß erregen könnte. War er denn bei Ihnen? Nein, aber wenn er käme... Er wird nicht kommen. Aber wenn er käme, weiß man, hat er wirklich nichts angedeutet? Das ist doch seltsam. Wittgenstein redet ständig davon, dass man vom Wesentlichen schweigen muss. Aber der Einzige, der tatsächlich schweigen kann, ist Goethe. Nein! Lass mich los! Was holt ihr von mir? Weg da! Also hilf mir! Lass mich in Ruhe! Hast du den Großen gesehen mit dem Bart, diese Augen, mein Gott? Jut, haben sie geschrieben. Wenn ich den mit dem Schirm nicht ins Gesicht geschlagen hätte, wer weiß, was... Sie hätten mir wirklich was getan! Und wir müssen das Land verlassen. Das Unsinn, das geht vorbei! Schlick und Neurath sagen das auch. Mein Gott, Axel, der hat mich an der Schulter gepackt und hat Jut gerufen zu mir. Der andere hat meine Brille genommen. Du brauchst einen Adelnachweis. Kannst du sie vertreiben, alle, die Böses wollen, bitte? Ja, kurz, ich werde sie vertreiben. Ja, mit deinem Schirm vertreibst du sie bitte alle? Ja, alle, kurz. Immer. Versprochen, Attel. Versprochen, kurz. Immer. Warum wolltest du ausgerechnet mich? Weil ich dir gefallen habe? Ist doch absurd. Kurz. Wieso soll ich jemandem gefallen? Kurz. Nichts, kurz, fass mich nicht an! Ich weiß, wer dich geschickt hat. Beruhige dich. Nee, komm, bleib weg von mir, bleib weg. Warum soll ich gerade dir glauben? Ausgerechnet vor dir meine Wachsamkeit vergessen. Vor einer Tänzerin, vor einer Frau, die so tut, als ob sie nichts versteht. Bist du von Sinn? Ich habe viele Feinde. Ich habe Dinge gefunden, die werden mich bekommen, Atzel, früher oder später. Ich darf keinem vertrauen. Auch nicht dir. Besonders dir nicht. Wir sind überall. Und ich bin allein. Hilfst du mir? Gut. Kannst du sie... Die Stimmen auch vertreiben mit deinem Schirm, wie du die ganzen Nazis gerade vertrieben hast? Bitte, ja. Versprichst du es mir? Ja, Gott, das kann ich. Bitte. Ja, versprochen. Immer? Ja. Bitte, ja, bleib. Immer. Bleib bitte bei mir. Ja, natürlich. Bitte, bleib. Versprichst du es mir? Ja. Das Büro von Moritz von Schlick. Wittgenstein sagt, seiner Familie droht keine Gefahr. Nicht unter Dollfuß, nicht unter den Deutschen. Niemand würde es wagen, sagt er, Hand an einen Wittgenstein zu legen. Da hat er wohl recht. Aber was unser einen angeht... Hat er wirklich nicht zu verstehen gegeben, was er mir übel nimmt? Ein Wort, eine Geste, wann fahren Sie wieder zu ihm? Er ist auf mich nicht mehr gut zu sprechen. Er hat mir untersagt, mein Buch über ihn zu veröffentlichen. Ich habe ihm 3 Briefe geschrieben, keine Antwort. Um ehrlich zu sein, das beschäftigt mich mehr als dieser politische Karneval. Die Nazis sind bald wieder weg. Wichtig ist jetzt, dass Sie die Fakultät auf Ihre Seite bringen, Gödel. Es sieht im Moment wirklich nicht gut aus für eine Assistentenstelle. Ich habe übrigens versucht, Ihren Beweis zu lesen. Großer Gott, Neil Böck, Sie schon wieder. Professor Schlick? Was soll ich Ihnen denn noch sagen, junger Mann? Ich verfolge Sie nicht. Denken Sie doch einen Moment nach. Mein Gott, hat er das wirklich? Rufen Sie einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt! Schon unterwegs, Herr Professor. Wo kommen all die Leute her? Es müssen Hunderte sein. Ein Arzt! Ein Arzt, kommt bald, ein Arzt! Warum so dunkel? Was ist mit meinen Augen? Und alle Stimmen, hören Sie das? Ja, Herr Professor. Ich bin tot, nicht wahr? Ich verstehe. Der Wind. Woher dieser Wind? Allmählich verstehe ich, was Sie sagen. Auf Wiedersehen, Gödel. Keine Sorge, Weißmann, Sie schaffen es. Sie entkommen nach England, aber Sie werden dort arm sein und unglücklich und ziemlich bald sterben Sie auch, aber sanft und fast ohne Schmerzen. Kann er mich hören, Goethe? Nein, Herr Professor. Sanft sterben ist viel wert, weiß Gott. Aber was beschwere ich mich? Das große Gewitter beginnt bald, glücklich, wer vorher noch dran war.
Wer mag schon gerne Schlange stehen? Meine Herren? Adieu, Herr Professor. Nein, Goethe. Auf. Eine Bahnstation, irgendwo in der Mongolei. Nichts. Die Bahn? Kommt nicht. Irgendwann kommt sie schon. Dann fährt sie wieder. Alles ist wie vorher. Es heißt, dass einer aus der Hauptstadt kommt. Ein Inspektor. Aber das wird nichts. Der bleibt irgendwo stecken. Irgendwas hält ihn auf. Der Weg ist so weit. Aus welcher Hauptstadt denn? Ulaanbaatar? Nein, der Kreishauptstadt. Aber über der Kreishauptstadt gibt es Ulaanbaatar. Über Ulaanbaatar gibt es Omsk. Über Omsk gibt es Moskau, angeblich. Ich kenne einen, der mit einem gesprochen hat, der schon mal da war. In Moskau? In Omsk. Niemand war in Moskau. Ich wäre einmal fast in Ulaanbaatar gewesen. Was ist passiert? Bin ich hingekommen. Zu weit. Viel zu weit. Und immer schneit es. Ja, manchmal nicht. Boah, dann kommen die Mücken. Ach ja, jetzt sind wir wieder beim Thema. Wieder die Mücken. Wir haben gestern 2 Stunden über Mücken gesprochen. Vorgestern. Ja, gestern auch. Ja, das kann sein. Gestern auch. Wir verbringen zu viel Zeit miteinander. Noch einmal zu den Mücken. Oh nein, ich kann... Warum? Gibt es hier einen österreichischen Konsul, einen deutschen Mann? Verstehen Sie mich? Was sagt sie? Wie soll ich das wissen? Wir müssen zurück in den Zug. Das ist alles ein Irrtum. Mein Mann hat niemanden belästigt. Er schaut immer so. Wir sind auf dem Weg nach Yokohama. Dort nehmen wir ein Schiff in die USA. Hat sie USA gesagt? Er hat USA gesagt. Er versteht mich. Was hat sie gesagt? Was sagen Sie? Wir können nicht Russisch. Ich kann ein wenig Französisch. Parlez-vous français? Was sagt sie? Egal. Immerhin ist jetzt jemand hier, das macht es weniger langweilig. Seit 20 Tagen keine Sonne, keine Sterne, alles schwarz. Die Welt ist ausgelöscht. Eigentlich ist das schön. Ja, setz dich hin, Kurzi, setz dich. Wir haben gültige Pässe mit Ausreisestempel und Transitvisa. Dazu ein Affidavit vom Institute of Advanced Study. Ja, ein Affidavit ausgestellt vom Professor John Neumann. Hier, jetzt wäre es mir schon lieber, wenn Sie wieder weg wären. Na, wenn Sie wenigstens sprechen können. Mein Gatte ist ein großer Mathematiker. Sie werden Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie uns festhalten. Kurzi, ist dir kalt? Nein, mir ist ja gut, ein bisschen kalt ist mir schon. Hast du Hunger? Nein! Ja, aber Kurzi, auf so einer schweren Reise. Ich werde gar nicht reisen müssen. Doch, weil jeder dich für einen Jud hält. Und immer musst du auffallen. Sogar beim Schaffen im Zug bist du aufgefallen. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, aber man schaut die Leute doch nicht so an in fremden Ländern. Dafür muss man doch einen Instinkt haben. Natürlich wird man aus dem Zug geholt, wenn man so schaut. Was machen wir denn jetzt, wenn die uns nicht weiterfahren lassen? Axel, bitte, dann bleiben wir halt hier. Du überschätzt Raum und Zeit. Wo immer man ist, ist man hier. Der Ort ändert nichts an der Definition. Du bist überall dieselbe. Jetzt, wo sie weint, wird es wieder ganz lustig. Besser wäre es, wenn man es ja verstehen könnte. Natürlich wäre ich auch lieber in Wien.
Aber Princeton, also Apfel, wirklich, ob wir nun in Princeton sind oder in der Mongolei, das ist vollkommen unwichtig. Jedenfalls müssen wir sie verhören. Verhören? Ja, diesmal, ich habe letztes Mal verhört. Wann war das? Ja, letztes Mal. Erinnere ich mich nicht. Ja, du wirst dich doch wohl ein letztes Mal erinnern. Außerdem können sie nicht reden. Glaubst du, wir können irgendwie Albert Einstein erreichen, kurz? Apfel, der Einstein kann gar nichts tun, den gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Schnee, niemand wird uns helfen. Ja, vielleicht ist es besser, wir erschießen sie gleich. Na, einfacher wäre es sicher. Der hier sieht freundlich aus, mit dem kann man sich vielleicht verstecken. Hm. Wir müssen nur ins Formular schreiben, dass Sie irgendwas zugegeben haben. Bitte, wir haben alle nötigen Papiere. Unsere Visa sind gültig. Ich stehe in Verbindung mit der Moskauer Akademie. Professor Valentinov, Professor Maronov, Professor Sobakiewicz. Der kann reden. Was hast du gesagt? Sie! Aufstehen. Wir befinden uns auf der Durchreise. Unsere Pässe sind gültig. Wir haben Transitvisa. Bitte lassen Sie uns zurück in den Zug. Hierhin. Setzen! Bis schnell! Hört sie. Du kannst Russisch. Naja, ein wenig. Ja, woher denn? Atzel, es ist nur eine Sprache. Ich habe mit russischen Logikern korrespondiert. Wieder sein Kauderwelsch. Normal sprechen, dünner Mann. Entschuldigung, bitte. Da fehlt ein Stempel. Das ist völlig unbrauchbar. Atze, soll ich Sie bestechen? Ganz vorsichtig, Kurzi. Kann man Sie bestechen? Was haben Sie gesagt? Ob man Sie bestechen kann. Machst du das auch vorsichtig, Kurzi? Keine Sorgen. Wir sagen nicht, dass wir Geld nehmen. Wir sagen auch nicht, dass wir keins nehmen. Wir fragen nur, ob Sie überhaupt Geld haben. Ja. Also ein wenig noch. Es ist im Absatz des rechten Schuhs meiner Frau versteckt. Damit es keiner findet. Das ist ein Provokateur, ein Inspektor. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also, warum sind Sie hier? Durchreise. Ich trete einen Posten in Princeton an. Man hat mir gesagt, ich darf dort arbeiten, ohne zu unterrichten. Das war meine Bedingung. Haben Sie einmal mit Studenten geredet? Das ist unvorstellbar. Die begreifen wirklich überhaupt nichts. Was? Ja, ich bin skeptisch. Also, ich war es. Aber im Traum hat man mir gesagt, ich soll da hingehen. Aber ich halte es für eine Falle. Da steht, Ihre Frau ist Tänzerin. Richtig, meine Gemahlin hat einmal getanzt. Ballett? Nein. Nackt? Auch nackt, ja. Wodka? Thank you.
einer Tänzerin. Sie war nackt, ja, aber sie sorgt sich um mich, müssen Sie wissen. Sie kocht mir Essen, sie kostet dieses Essen vor. Sie sagt mir, wo ich hingehen soll und wann und wie ich dahin komme. Sie legt mir Kleider heraus, sie streichelt mich so, wie ich es haben will. Sie küsst mich, wenn ich sie darum bitte. Und wenn ich sie bitte, es nicht zu tun, mich nicht zu küssen, dann küsst sie mich nicht. Meine Mutter wollte nicht, dass ich sie heirate, aber dieses eine Mal habe ich mich durchgesetzt. Und sie wird mit mir gehen. Übers Meer und noch weiter, immer weiter. Sie lässt mich nicht allein, weil ich ohne sie nicht sein kann. Das wusste ich immer, darauf habe ich mich verlassen, schon bevor ich sie kannte. Der wirkt aber schnell, der Wodka. Ja, bitte, bitte. Mich hört auch keiner. Ja, das stimmt, auf dich hört auch keiner. Mehr Wodka? Hm. Geben Sie uns das Geld. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Sie nehmen uns das sowieso. Dürfen Sie das denn? Ja, wir dürfen Sie erschießen. Ja. Ja, wir füllen ein Formular aus und alles ist in Ordnung. So viele Leute werden erschossen. Aus so vielen Gründen. Oder ohne Gründe. Es geht so viel verloren zwischen uns und der Provinzhauptstadt, zwischen der Provinzhauptstadt und Ulaanbaatar. Zwischen Ulaanbaatar und Omsk. Zwischen Omsk und Moskau. Als es Moskau gibt. Geld geht verloren, Leute gehen verloren, keiner fragt. Sagen Sie Ihrer Frau, dass sie nicht weinen soll. Fuzzi, was machen wir denn jetzt, wenn kein Zug kommt? Wie kommen wir denn hier weg? Sie hört auf oder wir erschießen Sie sofort. Arzt, sei lieber ruhig, die beiden Herren hier können... Ach, Sie hier? Gödel, die Frage ist unter Ihrem Niveau. Sie wissen doch, dass es kein Hier gibt. Ja, aber seit wann wissen Sie es? So von oben herab? Natürlich. Jetzt genießen Sie meine Blamage. Sie haben die Welt immer gesehen, wie ich sie erst jetzt sehe. Immer wie ein Geist. Neberg! Wie bist du denn gestorben? Bin ich tot? Körperlich liege ich in einem Unterstand in Frankreich, Granaten schlagen ein und ich heule vor mich hin. Die Nazis haben mich sofort freigelassen, weil ich ja nur einen Juden umgebracht hatte. Und weil sie dachten, ich sei einer von ihnen. Ich bin kein Jude. Wieso denkt jeder, dass wir Mathematiker... Ich bin einfach nur verrückt. Und Sie nehmen ihm nichts übel? Wundert Sie das? Du hast doch sehr menschliche Reaktionen, Kurt. Aber hier ist alles gleich. Der Tod macht alles gleich. Die großen Mörder und die kleinen Mörder und die anständigen... Er wird übrigens in 5 Wochen verhaftet. Wird nie wissen, warum. Irgendeine Säuberung. 10 Tage Verhör in einem Keller ohne Heizung, bis er keine Zähne und nur noch ein paar Finger übrig hat. Dann nach Kolyma. Permafrost. -60 Grad. Er hält länger durch, als irgendjemand erwarten würde. Fast einen Monat. Bei kleinsten Brotrationen. Dann verhungert er. So wie du. Später. Aber mit weniger Komfort. Sagen Sie den beiden, Sie sind ein Inspektor. Sagen Sie ihnen, ein Kollege ist schon auf dem Weg, Sie zu suchen. Klingt albern, wird aber funktionieren. Diese Leute haben große Angst. Er hat Glück. Noch mehr als ein Jahr. Dann geht es schnell, beinahe ohne Schmerzen. Ein Granattreffer, 1 Minute im brennenden Panzer, dann ist es vorbei. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht, mir ist so seltsam, ganz komisch ist mir. Ich bin ein Inspektor. Ein 2. Inspektor ist schon unterwegs, um nach mir zu suchen. Und nach ihm wird ein 3. kommen, mächtiger als wir beide. Der Trick ist alt. Sind ein Mann, überlegen Sie sich was Besseres. Aber wer weiß? Wodka! Ja, ja, natürlich. Liegt am Schnee. Viel zu viel. Da kommt der Zug nicht durch. Ist der
der Zug wieder da, Kurzi? Ja, das kann auch dauern, Axel. Jetzt muss geschaufelt werden. Das Schaufeln wäre leichter, wenn wir Schaufeln hätten. Mir ist schlecht. Es kommt von Wodka. Der Wodka hilft. Also, weiter im Verhör. Ein Inspektor wollen Sie sein? Waren Sie in Moskau? Nein. Ich habe dir gesagt, niemand war in Moskau. Dort, wo Sie herkommen, gibt es da Mücken? Och, da sind wir wieder bei den Mücken. Ja, wie soll man das Thema denn vermeiden? Die sind so übel. Viel schlimmer als der Schnee. Ach, gar kein Vergleich. Obwohl der Schnee auch sehr schlimm ist, besonders dieses Jahr. Meine Großmutter hat gesagt, das Jahr sieht ziemlich schlecht für mich aus. Sie sagt, das steht in meiner Hand. Aber bisher ist alles wie immer kalt eben und sehr viel Schnee. So viel, dass man sich sogar nach den Mücken sehnt. Ja, der Schnee ist viel schlimmer als die Mücken. Gar kein Vergleich. Ein Frühlingstag in Princeton, New Jersey. Was soll das denn? Komm, 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 komm. Halb elf. Ich warte schon 20 Minuten. Ja, Kurzi hat sich im Keller eingesperrt. Ach, im Keller diesmal. Ja, er hatte geträumt. Von meiner Mutter. Und die hat Ihnen gesagt, dass Sie in den Keller sollen? Ja. Ja, na, wie auch immer. Gehen wir? Passen Sie auf ihn auf, Professor Einstein. Natürlich, ja. Letztes Mal haben Sie ihn unbeaufsichtigt davongehen lassen. Und bis man ihn dann gefunden hat... Ich weiß schon. Ich und lassen Sie ihn unbedingt... und dass Sie ihn unbedingt der Frau Assistentin übergeben beim Institut. Niemanden sonst. Die Frau Assistentin weiß, wo sein Zimmer ist. Am Abend hol ich ihn ab. Keine Sorge. Die Prüfung ist morgen? Wir machen das schon. Und wenn er durchfällt? Er fällt nicht durch. Wir machen das schon. Bis später, Kurz. Ja, bis später, also. Eine Prüfungsfrage wird mit dem Kongress zu tun haben, das Zweikammersystem und... Das ist alles Unsinn. Es geht nicht um Ihre Meinung. Sie glauben, Sie können mit Ihrer Verfassung eine Diktatur verhindern, aber die ist voll logischer Fehler. Werden Sie das dem Richter sagen? Wenn er fragt. Sie wollen doch Amerikaner werden. Ich muss. Also sagen Sie nichts von logischen Fehlern. Fangen wir bei den zwei Parteien an. Historisch gesehen... Ich würde die Republikaner wählen. Sie sind ja verrückt. Aber ich habe das Recht, steht in der Verfassung. Sie wollen doch nicht wirklich in die Zelle gehen und eine Partei wählen, die... Was soll ich in einer Zelle? Ja, haben Sie nichts verstanden? Alle 4 Jahre gibt man in einer Wahlzelle seine Stimme ab. Entweder für ich oder... Ich nicht. Und das wollen Sie dem Richter sagen? Meine Stimme ändert nichts. Jede Stimme zählt. Einstein, Sie wissen das genauso gut wie ich. Das ist Unsinn. Wenn 100 Millionen Leute wählen gehen, zählt meine Stimme gar nichts. Wenn das jeder sagt? Das sagt aber nicht jeder. Die Menschen können nicht denken und glauben der dummen Propaganda, dass jede Stimme zählt. Nur wenn alle verstehen würden, dass ihre Stimmen nicht zählen und zu Hause blieben und ich wäre der Einzige, der wählen geht, vielleicht noch mit Ihnen und Neumann, dann würde meine Stimme zählen. Und dann würde ich die Republikaner wählen. Noch einmal, wenn der Richter fragt, und reden Sie mir nicht von Neumann, er hat sich jetzt der Quantenmafia angeschlossen und behauptet, dass ich senil bin. Gott würfelt nicht. Den Satz sage ich jetzt immer in Interviews. Das macht Ihnen zu schaffen. Aber weil Sie alle Lehrstühle besetzen, glaubt man Ihnen mehr als mir. Die Leute wissen ja nicht, aus wie vielen Intrigen die Wissenschaft besteht. Aber sobald ich die vereinheitlichte Feldtheorie gefunden habe, werden Sie dumm dastehen. Ich habe doch recht, Güte. Allerdings. Das sagen Sie nicht nur aus Höflichkeit. Sie sind zwar schon ein bisschen altersschwach, aber Sie haben recht. Die sogenannte Quantenmechanik widerstrebt der Vernunft. Und was der Vernunft widerstrebt, ist falsch. Jetzt sind sie weg, die Quantenleute. Bauen an der großen Bombe. Das Institut steht leer und die Menschheit wird untergehen. Ich glaube nicht. Gott sieht sich selbst durch uns. Das Universum öffnet die Augen und es sind unsere. Die Zeit vor der Existenz der Menschheit tritt erst in die Wirklichkeit, da Menschen sie denken. Wir müssen da sein. Ich muss nicht da sein. Und doch besonders Sie. Gott ist das einzig Notwendige Wesen, weil er das einzig Vollkommene ist. Die Wahrscheinlichkeit der Existenz des Klügsten ist größer als die des Mittelmäßigen. Zum Beispiel dieses Kellners in Dave's Diner, der mich mal so komisch anguckt, der mich nach Kaffee fragt. Waren Sie mal dort?
Ich weiß nicht, wie die Amerikaner diese Fraß aushalten. Wie viele Bundesstaaten gibt es? Wen interessiert das? Sie interessiert das, denn Sie wollen nicht hinausgeworfen werden und zurück nach Europa gehen oder nach Argentinien. Also, wie viele Staaten? Haben Sie dieses Zeug auch lernen müssen? Nein, ich nicht. Sehen Sie, der Staat der Gleichheit. Aber weil Sie so berühmt sind und dazu noch aussehen wie der Großvater, den jeder haben will, das liegt nur an diesen Haaren. Das liegt an diesen Haaren, die waren immer so. Ich konnte sie nie kämmen. Keine Ahnung warum. Und daran, dass ich nie Socken trage. Das findet man lustig, deswegen hält man mich für nett. Aber ich bin nicht nett. Mit mir war noch jede Frau unglücklich. Die tragen keine Socken? Warum denn? Lassen wir das. Meine Frau weint fast jeden Tag. Sie denkt, ich merke es nicht, aber ich merke viel. Sie tut mir leid, denn ich liebe sie wirklich. Nur, dass ich nicht sicher bin, ob sie mir nicht doch untergeschoben wurde. Aber wenn sie nicht mehr wäre, dann würde ich sterben. Wenn meine nicht mehr da wäre, hätte ich endlich Ruhe. Heiraten Sie nie Ihre Cousine, das geht nicht gut. Ich will niemand anderen heiraten. Arzt kostet mein Essen vor mit meinem Besteck. Immer noch der Vergiftungsblödsinn. Das ist keineswegs Blödsinn. Gestern bin ich wieder gewarnt worden. Von wem? Es war ein Gedanke in meinem Kopf, aber er war nicht von mir. Sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. Gut. Jetzt nehmen wir an, ich bin der Richter. Sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. So, ja. Sie verstehen. Ja, ja. Ich frage jetzt, der Richter fragt. Ja? Der Richter, der entscheiden wird, ob Sie Amerikaner werden dürfen. Ja? Ja. Sie müssen normal und gesund erscheinen. Ich bin nicht blöd. Ja, natürlich nicht. Also, sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. Ich bin jetzt geboren. Ich glaube, ich habe das jetzt verstanden. Ich habe das jetzt verstanden. Gut, gut. Also, ich bin der Richter. Ja. Sie werden geprüft. Ja. Sehen Sie Gespenster? Oft. Ja. Ja, vielleicht fragt er nicht. Warum sollte er nach Gespenstern fragen? Sehen Sie denn jetzt welche? Wenn Sie dabei sind, nie. Das ist irgendwie seltsam. Als hätten die Angst vor Ihnen. Haben Sie je vom OSS gehört? Machen Sie Witze? Die haben tausende Seiten Akten über mich. Man hält mich für einen Kommunisten. Ja, sehen Sie! Ja, aber das ist doch etwas anderes. Niemand verfolgt Sie. Ich habe aufgedeckt, dass die Mathematik Inkonsistenzen enthält. Dass das Weltgewebe fehlerhaft ist. Und Sie wollen behaupten, man hat keinen Grund, mich zu verfolgen. Ja, genau das will ich behaupten. Sie waren es, nicht ich, der die Nicht-Existenz der Zeit bewiesen hat. Ich habe nie... Die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie lassen bestimmte extreme Ergebnisse zu. Die Voraussetzungen wären gleichmäßig rotierende Galaxienhaufen. Zwischen ihnen könnte eine nahe Lichtgeschwindigkeit fliegende Rakete auf einer elliptischen Bahn rückwärts in die Zeit reisen. Man könnte in die Vergangenheit fliegen. Das ist möglich, Einstein. Es hängt nur davon ab, wie die Materie im Raum verteilt ist. Ja, ja, ja. Wir sollten von Ihrer Prüfung sprechen. Ich schiebe, hypothetisch gesprochen, ein paar Millionen Sterne hier und dorthin. Ich fliege ein paar Jahre umher und dann stehe ich vor meiner verstorbenen Mutter. Das ist harte Physik. Wo das möglich ist, gibt es keinen absoluten Tod. Es ist merkwürdig, wie Ihr Verstand funktioniert. Überall finden Sie etwas, wovon einem schwindelig wird. Ich würde so gern Mutti wiedersehen. Das ist theoretisch möglich. Finden Sie den Gedanken nicht tröstlich? Nein, theoretisch möglich, das ist nichts wert. Gödel, ich bin über 60. Mir tut alles weh, ich muss dauernd auf die Toilette. Nicht zu sterben, das wäre tröstlich. Wieder gesund und jung werden, das könnte mir gefallen. Haben Sie das anzubieten? Naja, einstweilen nicht, aber in ein paar tausend Jahren... Ja, die kann mir gestohlen bleiben. Außerdem hebt sich das von selbst auf. Sie könnten Ihre Mutti wiedersehen, aber Sie könnten sie auch töten, bevor Sie geboren wurden. In dem Fall hätten Sie die Reise nie angetreten und Ihre Mutter auch nicht getötet, was dazu führen würde, dass es sie doch gäbe und Sie die Reise sehr wohl machen würden. Paradoxa überall. Wenn die Zeitrichtung nicht ganz und gar absolut ist, fällt die Kausalität zusammen. Die
weil die Welt versinkt in einem Fiebertraum. Ich könnte meine Mutter nicht umbringen. Das würde nicht geschehen, weil es unlogisch wäre. Ich täte es nicht, das ist der Punkt. Ich liebe sie doch. Ich würde ein Jahr meines Lebens geben für einen einzigen Tag mit ihr. Und wenn ich sie noch einmal sehen könnte, warum sollte ich sie töten? Ich meinte theoretisch. Ja, auch theoretisch überhaupt nicht. Es geht theoretisch nicht, daher geht es auch praktisch nicht. Etwas käme dazwischen. Weil die Vernunft es verbietet, ist es nicht machbar. Wie machen Sie das? Alles scheint stringent, aber wer Ihnen zuhört, der glaubt, er ist betrunken. Ich war nur einmal im Leben betrunken. Das war eine Reise nach Sibirien, in der Grenzstation der Mongolei. Zwei Beamte, von denen ich inzwischen sicher bin, dass sie böse Engel waren, wollten mich mit Wodka vergiften. Ja, sehen Sie da die Wolken? Es wird regnen. Was die Leute immer mit dem Wetter haben, also ich... Ich weiß, das Wetter interessiert Sie nicht, aber Sie haben ja selbst erlebt, wie die Dinge einen einholen. Regen, Gewitter, Kriege. Ich bin Pazifist und auf meine Anregung wird die Atombombe gebaut. Leute, die Forscher und Juristen sind, wie Sie und ich, erschaffen eine Waffe, die... Ich bin kein Jurist und ich bin auch kein Jude, ich bin ein normaler Wissenschaftler. Ach, und wieso glaubt jeder, dass Sie einer sind? Ja, das frage ich mich schon lange. Vielleicht, weil Sie emigrieren mussten? Aber ich musste emigrieren, weil mich jeder für einen Juden hielt. Paradoxien sind Ihr Spezialgebiet, nicht meines. Jeder schafft sein Leben selbst. Wer an Geister glaubt, wird irgendwann auch welche treffen. Deshalb glaube ich nicht an Geister, es ist sicherer. Und was ist das mit den Socken? Bitte? Sie tragen wirklich nie Socken? Nein. Warum? Müssen wir über Socken reden? Die Geister sagen, dass sie die vereinheitlichte Feldtheorie nie finden werden. Das will ich nicht hören. Wieso teilen Sie mir das nicht? Ich dachte, Sie glauben nicht an Geister. Ja, umso eher könnte man mich mit Ihren Prognosen verschonen. Sie sagen also, ich schaffe es nicht. Das sagen Sie. Alles bleibt unabgeschlossen. Ja. Und wie viele Jahre... Ach, nein, ich will es nicht wissen. Sie wollen wissen, wie viele Jahre Sie noch... Nein, nein, auf keinen Fall will ich das wissen. Was für ein Blödsinn. Was für eine Zeitverschwendung. Ein Verstand wie Sie. Und dann noch Republikaner. Wenn Sie diese Prüfung nicht ernst nehmen, müssen Sie wieder aufs Schiff, verdammt nochmal. Also, was ist die Hauptstadt von Utah? Salt Lake City. Illinois. Springfield. Mehr als 5 Jahre? Mehr. 10? 10. Wollen Sie das wirklich? Nein. Ja, 10. Kansas. Bitte? Die Hauptstadt. Kansas hat eine Hauptstadt? Wie heißt sie denn? Wer? Die Hauptstadt von Kansas. Was wollen Sie in Kansas? Mehr? Bitte? Mehr als 10 Jahre? Mehr. Viel mehr? Viel mehr. Als wollte ich das wissen. Sie meinen das doch nicht einmal ernst. Schwachsinn. Man kann sich auf Ihre Voraussagen ja auch nicht verlassen. Manchmal lügen Sie. Da ist schon das Institut. Ah, ja. Da vorne wartet die Assistentin. Es wird schon gehen mit der Prüfung. Sie dürfen nur nicht anfangen, über die Verfassung zu diskutieren. Ihre Idee, dass es auch hier eine Diktatur geben könnte. Kann es aber, ich kann das sogar beweisen. Wollen Sie das dem Richter sagen? Nein, ich sag's ihm nicht. Nein, Sie sagen es ihm nicht. Nein. Ja, gut. Verstanden. Es kann hier keine Diktatur geben. Verstanden. Gut, also, ich bin jetzt der Richter. Könnte es hier eine Diktatur geben? Nein. Aber wenn ich es beweise. Wir fangen von vorne an. Komm. Wir gehen zurück und dann drehen wir um und dann kommen wir zurück. Ich habe ohnehin nichts zu tun. Ich sitze ja doch nur wieder im Büro und schaue aus dem Fenster. Kommen Sie, hier. Früher hatte ich ständig Ideen. Aber das ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt der Richter und wir sprechen über die amerikanische Verfassung. Doch, wenn ich Sie frage... Einstein, wenn Sie einmal tot sind, habe ich niemanden mehr. Unsinn. Mit wem soll ich dann noch reden? Sie haben doch Adele. Ja, schon, aber mit wem soll ich dann reden? Vor Goebbels verschlossener Haustür.
Herr Professor, machen Sie doch auf. Sie müssen essen. Ich habe Ihnen Hühnchen mitgebracht, mit Reis. Hau Wang ist hier. Sie kennen mich doch. Sie haben mir immer vertraut. Glauben Sie wirklich, dass Hao Wang Sie vergiftet? Und wenn ich ein bisschen vom Hühnchen nehme, hier und jetzt, vor Ihrem Fenster. Herr Professor, wenn Ihre Frau aus dem Krankenhaus kommt mit der neuen Hüfte und Sie sind völlig abgemagert, was soll sie von uns denken? Aber ich weiß, dass Sie da sind. Sie gehen nie weg. Wir haben Angst um Sie. Sie haben Gott bewiesen, Herr Professor. Ich frage mich immer, ob das ein Witz war oder ob Sie es ernst meinen. Aber vielleicht ist es ja auch sein Scherz. Vielleicht sind Sie Gottes Scherz, Herr Professor. Gibt es Sie überhaupt? Sind Sie überhaupt ein Mensch? Lachen Sie mich aus, Sie mit Gott? Mein Leben lang höflich und arbeitsam. Meine Mutter spart am Essen, damit ich zur Universität. Aus dir wird etwas Großes, sagen alle. Und jetzt? Es ist nicht gerecht, Herr Professor! Ich stelle jetzt den Teller hierher. Holen Sie ihn. Ich bitte Sie, Entschuldigung. Ich bitte Sie. Essen Sie, Herr Professor! Das Rezept ist von deiner Mutter. Grässlich. Segendiner Krautfleisch. Ungenießbar. Also du isst nicht, weil es nicht schmeckt? Keineswegs. Ich esse nicht und es schmeckt nicht. Und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Schau, ich koste. Und was beweist das? Scheußlich. Wer nicht essen will, der möchte eigentlich kein Mensch sein. Er will schon Mensch sein. Wer nicht isst, stirbt. Wer isst, auch. Liebst du mich gar nicht? Was hat das mit Liebe zu tun, Segediner Krautfleisch? Ach, grässlich. Und das Gulasch gestern? Auch grässlich. Schau, ich koste noch etwas. Die Leute aus Harvard haben angerufen. Wie gesagt, ich bin nicht da. Es geht um deine Ehrendoktorzeremonie, ob du nicht dort... Ich geh da nicht hin! Auf keinen Fall! Und hören Sie gefälligst auf zu lachen! Was, aber... Nein, du nicht du. Er da. Sie würden dich sogar abholen. Ja, und Sie würden mitkommen, nicht wahr? Ja, und nach Harvard bringen. Ja, und Sie würden mit dem Auto. Und Sie würden mitkommen, und Sie auch. Und der auch, besonders der würde mitkommen. Aber ich gehe nicht! Nee, nicht hereinlassen. Das ist ja gut. Nein, nicht hereinlassen, bitte. Auf keinen Fall. Er ist doch dein Chef. Ja, das ist eben. Ja. Du verstehst das nicht. Er sucht einen Vorwand. Er will mich loswerden. Herr Professor, hätten Sie einen Moment. So kommen Sie hierher? Hier ist ein Brief von Ihnen. Eine offizielle Anfrage darf ich nicht ignorieren, der muss ich nachgehen. An die Direktion des Institute for Advanced Study in 5000 Jahren. Das ist nicht von mir. Ja, Sie haben unterschrieben. Unmöglich. Sie haben es durch Dr. Wang übergeben lassen. Habe ich nicht. Er hat das missverstanden. Er sollte es nur tippen, aber nicht abgeben. Ah, also erinnern Sie sich. Nein. Was hatten Sie denn damit vor? Nichts. Ja, also hier steht... Nichts. Aber, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Also, Sie bitten hier die Direktion des IRS in 5000 Jahren... Beziehungsweise deren Rechtsnachfolger. Beziehungsweise deren Rechtsnachfolger
Sie und Ihre Frau in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Verdienste mit einem zeitreisenden Gefährt abzuholen und in die Zukunft zu bringen. Sie von ihrer Herzkrankheit und den Altersgebrechen zu heilen und in künftige wissenschaftliche Forschungstätigkeiten einzubinden. Er ist nicht herzkrank, der Arzt sagt, ihm fehlt nichts. Er ist nur zu wenig. Das muss er ja sagen. Ja. Ich ersuche Sie, die Kompendien zu konsultieren und mich und meine Gattin Adele Gödel, geborene Porkberg, zu einem Datum, da der Verfall meiner geistigen und physischen Kräfte nicht zu weit fortgeschritten ist, am besten etwa 10 Jahre vor heutigem Datum, abzuholen und in eine medizinisch fortgeschrittene Epoche zu befördern. Dabei ist größte Vorsicht anzuwenden, da ich, wie schon angedeutet, mächtige Gegner habe, deren Einfluss bereits heute beträchtlich in den kommenden Jahrtausenden noch wachsen. Sie hätten das nie bekommen dürfen. Jetzt wird er die Zustellung verhindern. Mutzi, du musst höflicher sein. Ja, und wieso sind wir noch hier? Wurden wir abgeholt vor 10 Jahren? Keineswegs. Ich sitze in diesem schrecklichen Haus und bekomme Krautfleisch und sterbe langsam am Herzen. Er hat den Brief abgefangen. Nein, 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 nein. Er wird ihn abfangen, genau gesagt. Der Trick ist, nichts wegzuschicken. Nie etwas an irgendjemanden schicken. Dann kann nichts abgefangen werden. Also Sie schreiben hier auch, dass in Kürze eine Vergiftung durch feindliche Kräfte erfolgen wird. Als Direktor des Instituts, es ist meine Pflicht, ja, einer solchen Anschuldigung in einem offiziellen Brief formuliert. Schreibt er wirklich auch von mir? Ja, er bittet darum, Sie beiden vor dem Tod zu retten. Dann bitte vergessen Sie die Sache, keine Anschuldigungen, bitte dringend, bitte gehen Sie, danke. Tschüss. Danke. Bitte gehen Sie. Sie fordern mich also auf, Ihren eigenen Vorwürfen nicht nachzugeben. Dringend! Gehen Sie bitte, Herr Direkt. Hätte ich nicht alles damals schon im Volksgarten voraussehen müssen, als er auf mich zukam wie ein selbstbewusstes Kind? Mit wem redest du? Ja, wenn du mit dem leeren Zimmer sprechen kannst, dann kann ich das auch. Und wenn dort ein Geist ist, kann er mich genauso hören wie dich. Ne? Vielleicht interessiert es ihn ja, was ich ihm zu sagen habe. Ach, Atze, da ist doch niemand. Die sind alle da drüben. Danke, kurz. Hier ja. Und hier, da ist auch noch einer, aber die beiden. Da. Ja. Ja, also Einsteins Frau, müssen Sie wissen. Sag mal kurz, wer ist das überhaupt? Ja, das ist der Schlick, ist da, siehst du? Das ist der Schlick. Das ist auch mein alter Lehrer aus der Volksschule. Sein Gesicht sieht ganz grässlich aus. Und da hinten ist der Dunkel, der so oft kommt und der nie spricht. Ich weiß nicht, wie der heißt. Einsteins Frau hat zu mir gesagt, Glück wird überschätzt. Sie brauchten jemanden, wir waren da. Und warum wir es tun, eben deshalb, sie brauchten jemanden, wir waren da. Aber Einstein hat bloß mit vielen anderen Frauen geschlafen und nie Socken getragen. Und sich nicht um seine Kinder gekümmert, daran kann man sich gewöhnen. Einstein hat sich nicht im Keller versteckt und Briefe geschrieben, ohne sie abzuschicken. Briefe, die man in 5000 Jahren lesen soll, um ihn vor dem Tod zu retten. Uns beide zu retten, Arzt, das habe ich ausdrücklich aufgeschrieben. Du hast mein Leben genommen, als hätte ich es dir gehört. All das Gerede über Zeitreise kannst du mir auch nur ein Jahr zurückgeben. Einen einzigen Tag. Ja, vielleicht, Arzt, wenn die NASA bald so weit sein wird, Man merkt ja alles zu spät. Also man trifft einen Mann und glaubt, er wäre eine große Aufgabe. Man kümmert sich Tag und Nacht, hat kein Kind, weil er das Kind ist und reist mit ihm in eine gottverlassene Kleinstadt in Amerika und geht niemals irgendwo hin, weil er keinen Tag überleben würde, wäre man nicht da. Also er könnte nicht mal essen. Und ganz am Ende kommt man darauf, dass es gar nicht nötig gewesen wäre. Eine andere hätte es getan. Man hätte eine eigene Geschichte haben, man hätte glücklich sein dürfen. Aber Arzt, ich verdanke dir alles. Aber wenn es mich nicht interessiert, was du mir verdankst, die aufopferungsvolle Frau, blöd. Ich war Tänzerin, ich war stolz und schön. Nicht sehr schön. Das ist schön genug. Und selbstständig. Hatte ich denn eine andere Wahl? Du bist doch so klug. Sag mir die Wahrheit. Hat es so kommen müssen? Alles, was geschieht, wird durch zureichende Gründe bestimmt. Freiheit gibt es im Moment der Entscheidung. Aber wenn du zurückschaust, war sie nie da. Du hattest eine andere Wahl, aber du hättest sie nicht angenommen. Die Straße, auf der man reist, ist die einzige. Für kurze Zeit war ich glücklich. Das ist viel. Nein, ist es nicht. Wenn du nicht essen willst, lass es. Heute ist es mir egal. Wohin gehst du? Nein, wohin? Dort.
Dort stelle ich mir vor, wie es wäre, nie zurückzukommen. Ich werde es mir so lange vorstellen, bis ich glaube, dass ich es tun werde. Dass ich wirklich fliehen könnte. Ja, und dann komme ich zurück. Höre ich. Nein, Mann. Sie waren lange nicht hier. Bin sehr beschäftigt. Politik? Sparen Sie sich die Ironie. Ja, Politik. Da draußen ist ein Feind. Und ihm ist jedes Mittel recht. Ich weiß. Nenn nicht Ihre blöden Geister. Die Sowjetunion. Wir leben noch, weil wir Waffen haben. Nur deshalb. Mir wäre es auch lieber, es gäbe keine Atombombe. Ich kann nichts dafür. Ich habe das nicht angeregt. Das war Ihr Freund, der friedensliebende Einstein. Mich hat keiner gefragt. Aber jetzt, da unser Feind die Bombe auch hat, müssen wir sie leider einsetzen. Und zwar zuerst. Spieltheorie. Anständig bleiben oder überleben. Beides geht nicht. Schlimme Sache. Ihrer Frau. Geht es ihr schon besser? Ich weiß es nicht. Eine neue Hüfte in dem Alter ist keine Kleinigkeit. Kommen Sie allein zurecht? Fand Ihre Gattin es auch so schwer mit Ihnen? Welche? Ich hatte 4 oder 5. Das wäre mir zu viel. Ach, mir wird alles schnell langweilig. Mir ist jetzt schon wieder langweilig. Wie halten Sie es in diesem Häuschen aus? Das ist ja schauderhaft. Angenommen, es ist, wie Adele sagt. Angenommen, alles ist Fantasie und niemand verfolgt mich. Und die Schatten, die ich sehe, also da in der Ecke und da drüben, der auch da zum Beispiel, der Dunkle oder die zwei da vor dem Fenster. Angenommen, das ist alles Einbildung. Wie könnte ich das herausfinden? Das könnten Sie nicht. Ich versuche es ja mit Vernunft aufzulösen. Tag und Nacht, ich zähle Fugen im Asphalt oder Straßenlaternen oder Fliegen im Zimmer. Ich untersuche das Muster der Tapeten und alles ergibt Sinn. Und dass ich darüber nachdenke, ergibt ebenfalls Sinn und... Dass ich darüber nachdenke, was es bedeutet, darüber nachzudenken, dass ich darüber nachdenke, ergibt wiederum Sinn. Und wenn ich dann noch darüber nachdenke, warum es Sinn ergibt, dass ich darüber nachdenke, dass ich... Oh, Herr Gott, hören Sie auf! Ach, wissen Sie noch? Erinnern Sie sich noch an Neurath? Der wollte immer, dass ihm jemand eine Ohrfeige gibt, wenn er Herr Gott sagt, oder? Er ist ja schon lange tot. Herzstillstand an einem Schreibtisch irgendwo. Im Exil. Seinen Geist habe ich nie gesehen. Besonders viel Geist hatte er auch nicht. Als ich von seinem Tod hörte, musste ich weinen. Ich weiß gar nicht warum, wir kannten uns kaum. Müssen Sie immer vom Tod sprechen? Draußen ist Sommer. Wollen Sie nicht den Studentinnen nachschauen, wie wir alle? Die tragen jetzt kurze Röcke. Das ist Mode. Das ist Amerika. Essen Sie eine Lobster Roll. Oder falls die, und wenn die vergiftet ist, was soll's? So ist das Leben. Fahren Sie ans Meer. Wann haben Sie zuletzt mit Ihrer Frau geschlafen? Was ist denn das für eine Frage? Wann? Ich werde Ihnen jetzt wann? Hier nicht... Wann? Das war 34, glaube ich. Bitte? 1934. Und da wundern Sie sich, dass Sie Gespenster sehen? Sie beraten die Regierung und jetzt beraten Sie auch noch mich. Ich verstehe die Probleme der Leute. Dieses seltsame Land verdankt mir viel. Der Präsident weiß das. Als ich im Krankenhaus lag, stand ein Soldat bei meinem Bett, damit die Russen mir nicht heimlich Wahrheitsserum spritzen. Sehen Sie noch oft beim Präsidenten? In letzter Zeit seltener. Woran waren Sie damals erkrankt? Wir haben uns aus den Augen verloren. Nichts Besonderes. Müssen wir davon reden. Jetzt erinnere ich mich doch. Es ist Sommer, alter Freund. Die Studentinnen tragen kurze Röcke. Ich weiß, jetzt erinnere ich mich. Es ging über
4 oder 5 Tage. Sie haben die ganze Zeit geschrien, ohne Unterlass. Sie haben geweint, sie haben geflucht, sie haben gebettelt. Sie wollten... Nicht sterben. Nein, sie wollten nicht begreifen, nicht dass es sterben. Keinen Ausweg gibt. Ja, ich wollte... Es ist akzeptabel, dass dumme Leute abkratzen wie die Fliegen. Aber ein Verstand wie meiner oder ihrer, einfach ausgelöscht, das geht nicht, das ist nicht annehmbar. Herr Professor, machen Sie doch auf. Sie müssen essen. Ich habe Ihnen Hühnchen mitgebracht. Und gleichzeitig sagt einem eben dieser Geist, dass es so sein muss. Er verbietet einem Illusionen. Er macht es unmöglich zu denken, dass es vielleicht noch einen Ausweg gibt. Man versteht ganz klar, dass es zu Ende geht. Sie haben es leichter. Sie sind irre. Aber es ging nicht zu Ende. Es ging nicht zu Ende. Wieso? Aber Sie sind nicht gestorben. Natürlich nicht. Nein, Sie sind doch... Ich bin hier. Ja, Sie sind... Sie sehen ja, dass ich hier bin. Sie sind gestorben vor über 20 Jahren. Jetzt erinnere ich mich. Neumann, was erwartet mich? Sie, alter Freund, sonst nichts. Immer Sie, wieder und wieder. Oder eigentlich nicht wieder, sondern immer da. Denn, wie Sie uns bis zur Ermüdung erklärt haben, es gibt keine Zeit. Aber den Tod gibt es. Und das ist die schlechte Nachricht. Auch ihn immer da. Ja, vielleicht sagen Sie auch nicht die Wahrheit. Ihre Paranoia langweilt mich. Die ist spießig. Eine Frage noch. Ehrenwort, alter Freund. Ich weiß wirklich nichts. Vielleicht kommt ja noch der Abgeordnete aus der Zukunft und holt dich. Könnte schon sein. Es ist nie zu spät dafür. Wenn sie kommen, können sie jeden Zeitpunkt aussuchen. Nur wenn du stirbst, ist es zu spät. Sie sollten längst da gewesen sein. Aber sie war nicht da. Also wird nichts mehr daraus. Das verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Schlagen Sie im Lehrbuch nach. Sie sind bekannt als einer der oberflächlichsten Denker aller Zeiten. Na, gehen Sie doch weg, Schlick. Ich bitte Sie, nur für einen Tag. Sie waren so ein höflicher Student. Genau, Wang ist gerade auf dem Weg, sich einen Schlüssel zu besorgen. Die werden hereinkommen. Die werden dich holen, Kurt. Zwangsernähren werden sie dich. Ich wünschte, ich hätte es so gut gehabt. Brillanter Schachzug. Danke. Nicht wahr? Diesmal nicht. Diesmal bin ich es wohl, der träumt. Macht das einen Unterschied? Wenn du es bist, wird alles noch geschehen. Wenn ich es bin, ist es schon vorbei. In jedem Fall ist es schon passiert. Und in jedem Fall passiert es wieder. Der Zug fährt im Kreis. Das wird aus mir. Später. Ein Professor. Ein Mann von Rang und Namen. Du machst große Entdeckungen. Du wirst dein Leben besser verwenden als die meisten. Aber du wirst immer Angst haben. Zu Recht? Das wirst du nie wissen. Wir müssen gehen. Wohin? Zu einer Trauerfeier. Sag es auf, bitte. Ich habe es so lange nicht gehört. Kurt Gödel bin ich genannt. Amerika ist mein Heimatland. In Brünn bin ich geboren. Und weiter? Weiter weiß ich nicht mehr. Dann gehen wir. Warum? Um herauszufinden, wer von uns träumt.
gehen hier oft spazieren, habe ich gefragt. Und Sie, Sie wären mir aufgefallen. Sie hat mich gefragt, wovon ich leben will. Und ich habe gesagt, lange lebe ich ohnehin nicht. Das habe ich geglaubt. Mutti mochte sie nicht, aber wir haben trotzdem geheiratet. Sie hat mich beschützt und mein Essen gekocht. Und dieses Essen vorgekostet. Jahrzehnt um Jahrzehnt. Sie wird weinen, trotz allem. Sie ist mir gefolgt, bis übers Meer. Es war Mittag damals, im Park. Sommer war es. Da waren wir glücklich. Beinahe glücklich. Für eine kurze Zeit.